Okay, und dann sind wir jetzt hier dabei, diesen komischen Kram wegzupusten. Und natürlich ist da das Loch, was wir bereits im Untergrund schon entdeckt haben. Hier müssen wir jetzt... Ich erinnere mich, glaube ich. Diese Schalter hier reinhauen. Dadurch verschieben sich die Tore an der Oberfläche. Was uns wiederum zugute kommt, natürlich. Also, schnell wieder raus. Will ich auch noch wissen, was da drunter ist. Wieder nur irgendwas, wo wir ein paar Rubine rausholen können. Aber ein paar wertvolle Rubine. Hier brauchen wir noch den Schlüssel für, ne? Jawohl. Ich weiß auch gar nicht, ob es eine Anzeige gibt, wenn man einen Schlüssel hat, wo der denn dann angezeigt würde. Habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Okay, was wollt ihr drei Idioten da vorne von mir? Los mit dem Knopf. Sollten wir einen Shortcut öffnen. Der uns wiederum hier zum ersten Bossraum bringt. Wir haben ja die Karte schon gefunden, ne? Ich wollte nur mal gucken, ob der Typ eventuell irgendwas dazu sagt. Obwohl, nee. Warte mal. Kommen wir irgendwie wieder dahin, wo wir hergekommen sind? Weil hier war doch auch noch ein Gitter. Hinter dem Gitter waren solche Wasserpflanzen. Und davor war so ein Loch zum Graben. Aber da komme ich jetzt nicht mehr hin, oder? Doch, hier. Alles klar. Hier bin ich, glaube ich, gestartet und gleich dran vorbeigerannt, ne? Schubidubidu. So. Dann lass uns mal oben durch. Damit komme ich nämlich hier in diesen Raum. Wo ich einerseits auch wieder einen Shortcut öffnen kann. Und andererseits kann ich dann unten das Drecksviech platt machen. Dich hier. Sehr schön. Schon öffnet sich hier ein neuer Gang. Wo führt der uns hin? Ich dachte, das wäre jetzt optional oder so. Ist es vielleicht auch? Hier ist eine Truhe. Herzteil vielleicht? Aber davon wüsste ich eigentlich. Ich habe mich über die Herzteile informiert. Eine weitere Flasche. Interessant. Davon gibt es, glaube ich, 5. Also über die Herzteile habe ich mich insofern informiert, dass ich nur weiß, wann man sie finden kann. Also ab welchem Zeitpunkt oder welche Items man für welches Item braucht. Aber nicht genau, wo sie sind. Nicht hundertprozentig.
Das meiste weiß ich dann aber immer schon wieder aus dem Kopf, sodass es dann doch fast hundertprozentig ist. Aber... ja, deswegen war ich mir eigentlich sicher, dass es hier in diesem Dungeon kein Herzteil mehr geben wird. Aber scheint ja auch soweit zu stimmen. Gut, da war die vierte Flasche gefunden. Ich wollte ja auch gerne alle Items finden. Dafür brauchen wir auch alle Artefakte. Und deswegen war ich ja beim letzten Mal auch so schön lange im Wald-Dungeon unterwegs, weil da ja laut meiner Anzeige noch ein Artefakt ist. Sieht so aus, als wenn wir da schon waren, oder? Waren wir da schon oder waren wir da noch nicht? Scheiß drauf, ich spring mal runter. Hier sind nämlich auf jeden Fall Schmetterlinge, die wir noch nicht gespielt haben. Das ist wieder so ein Ding. Ich weiß ja, was wir brauchen. Das ist aber nicht das, was ich zeichnen wollte. Aber es hat es ja richtig erkannt. Das wird ein Kreis sein. Hat das Spiel zum Glück erkannt. Wir haben nämlich wieder Bomben. Da muss ich die hier nicht aufheben. Pfeile gibt es nämlich genug. Nur Bomben halt keine. Bevor ich hier 25 Bomben einzeln aufhebe. Bei Herzen haben wir voll, Feen haben wir voll. Rubine haben wir mehr als genug. Da kann man es ruhig mal so machen. Da ist wieder einer, der da rumhängt. Du kommst mir gerade recht, mein Freund. Ich weiß zwar nicht, was du hier suchst, aber könntest du mir mal ein Fessel lösen? Schon dabei. Für dich ist auch was drin, wenn du mich runterholst. Soll erzähl ich dir ein tolles Geheimnis. Du erzählst, interessiert dich doch für Schätze. Was ist denn dein tolles Geheimnis? Okay, wir müssen irgendwie da rein. Dafür brauchen wir für das Viech hier Wasser. Dafür müssen wir hier rein. Und dafür müssen wir das Tor hier bewegen. Alles klar, Situation analysiert. Das Tor da muss ich bewegen. Das richtige Tor. Ich denke, eigentlich ist das Problem, dass ich hier oben nicht wieder zurück kann. Also doch erst wieder so rum. Dann dich nach dort. Dann kann ich dich rüberschieben und dann komme ich auch untenrum wieder raus. So. Stech doch, wenn ich steche. So. Und jeder weiß, dass man das nicht zweideutig verstehen soll. Bitte sehr.
Ja, die Flamme da oben hat mich verwirrt, aber ich glaube, damit braucht man nicht viel machen. Das ist, glaube ich, nur Deko. Wir lassen ihn runter. Juhu, endlich frei. Hey, jetzt habe ich endlich einen Gutgläubigen gefunden. Als ob ich dir etwas über die geheimen Schätze erzähle. Was ist das? Das sind doch die Klauen aus der Sammlung meines Kumpels. Sag bloß, du kennst ihn. Ich habe ihn gerettet. Moment mal. Ich möchte dir etwas geben. Warte kurz, ich bin gleich wieder da. Ein Schlüssel? Hier, nimm das hier. Dort findest du eine super geheime Information, die ich mit viel Hinterlist erschlichen habe. Da habe ich mich mal wieder selbst übertroffen. Hörst du mir zu? In diesem Raum befindet sich ein Geheimzimmer. Und sag niemandem, aus welcher Lage du mich gerade befreit hast. Versprochen. In Ordnung, vergiss das nicht, wenn du die Truhe öffnest. Also, bis dann. Ah! Hey, so sieht man sich wieder. Hey, tut mir leid, aber ich habe eure Unterhaltung ganz zufällig mit angehört. Meine Gruppe kann manchmal ein wenig anstrengend sein. Aber was er da gesagt, stimmt alles. Von irgendwo aus diesem Raum trägt ein leichter Windstoß. Ich bin mir sicher, dass dir die Informationen aus der Truhe von Nutzen sein werden. Okay. Informationen. Die Dungeon-Karte, hatten wir die doch nicht? In diesem Raum gibt es eine falsche Wand. Hinter dieser Wand befindet sich ein weiterer Raum. Dort wimmelt es von Ungeheuern im Untergrund, deshalb halten wir uns fern von dort. Es könnte dort einen Geheimgang geben. Ich vermute, ich weiß schon wo. Und zwar sollte diese Wand hier falsch sein, oder? Scheint so. Tatsächlich. Vielen Dank, ihr beiden. Uns fehlte zwar noch ein Schlüssel, aber so ist es natürlich auch nicht schlecht. Jetzt können wir uns wieder eingraben. War so eigentlich nicht geplant. Ich wollte mich da eigentlich gerne noch umgucken. Aber hier komme ich ja wieder irgendwo ganz anders raus, wo ich keine Ahnung habe, wo ich denn bin. Lass mich mir erst nochmal gucken, ob hier irgendwas ist. Ach, hier ist gar nichts mehr. Okay, ich hab schon kapiert. Wir graben weiter. Oh Gott! Ah, so soll ich das machen. Komm noch mal her. Guck mal. Na los, guck mal. Ich hasse dich manchmal, ne? Naja, so haben wir noch besiegt. Ich weiß nicht, ob man den hier jetzt besiegen musste, aber ich glaube, später in irgendwelchen anderen Leveln musste man die dann mal besiegen. In diesem Fall wohl eher nicht. Man hätte auch einfach weiter kraxeln können. Und hier gibt es eine weitere Truhe. Was ist da diesmal drin? Jetzt vielleicht der Schlüssel, den wir gesucht haben? Jawohl, du hast einen kleinen Schlüssel erhalten. Damit lassen sich verschlossene Türen in diesem Gebiet öffnen. Du kannst ihn aber nur ein einziges Mal verwenden, weil es ein Einwegschlüssel ist. Tatsächlich, da ist das Schlüsselsymbol. Das erste Mal, dass ich jetzt darauf achte. Wahrscheinlich habe ich vorher schon mal drauf geachtet, aber nicht mehr dran gedacht. Dann
können wir dann endlich wieder zurück zu der Tür. So. So, da hinten ist ja der Bossraum, da waren wir ja schon mal vor. Aber vom Master Key bislang noch keine Spur. Wir haben schon relativ viel gemacht in diesem Dungeon, aber wie gesagt, der Master Key, der bleibt nach wie vor verschollen. Vielleicht bringt uns das hier den Master Key etwas näher. Jetzt auf jeden Fall erstmal wieder raus. Alle? Ich will's hoffen. Und da rechts geht's zur Bosstür, ne? Und zu der letzten Truhe dieses Dungeons, die dann ja mehr oder weniger eigentlich die... Ja. Wo ist ja dann eigentlich die Bossstatue? Der Master Key, mein Gott. Aber dafür muss ich erstmal die Dinger da vorne aktivieren. Die Wasserfälle, denn ohne die gibt es keine Strömung. Also die Lavafälle in dem Fall. Ohne die gibt es keine Strömung und ohne die bewegt sich diese Plattform hier nicht. Das heißt wahrscheinlich vorletztes Rätsel vom Boss. Lass uns da mal rein. Ja, tröte ruhig. Hab ich nichts gegen. Statue, da ist auch ein Knopf. Das ist wahrscheinlich eher der Rückweg. Was willst du denn? Was für ein Tag! Wenn man nichts findet, ist die Schatzsuche nur halb so lustig. Was willst du denn? Ein Vollidiot, ey. Ein grünes Ungeheuer! Wie konnte es mir nur bis hierhin folgen? Jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Ja, was willst du bei unten von bei uns Mokma, was auch immer du versuchst, wenn du mir nicht den Weg versperrst, komme ich dir. Soll ich den Weg versperren? Die ich habe. Ist ihm hier mit dem Weg zu versperren. Aber das scheint nicht so einfach zu klappen, wie ich mir das gerade vorgestellt habe. Okay, dann gibt es nur eine Wahl, wo ich ihn langlocken muss.
Tada! Oh Mist, jetzt bin ich geliefert. Du kannst mit mir machen, was du willst. Was zum diese Clown? Sind die nicht aus der Sammlung meines Kumpels? Das stimmt. Was? Du kennst meinen Kumpel? So grün wie du bist, hätte ich schwören können, dass du das der Monster bist. Hey, nicht wütend werden. Tut mir selbst leid. Aber dafür gebe ich dir jetzt was Schönes. Warte mal kurz. So, da werden wir wieder. Übrigens, in der Klippe davor, die schienen die Monster vorhin etwas zu suchen. Da gehst du doch sicher auch noch hin. Pass bloß auf. Nun, ich mach mich dann mal auf dem zurück zum Boss. Und als kleine Dreingabe öffne ich dir die Tür. Bis dann. Danke. Schauen wir mal, was in der Kiste ist. Es ist ein Herzteil. Die Lava noch. Das heißt, hier können wir auch lang. Und hier bei dem Tor scheinen die etwas gesucht zu haben, meinst du? Aktivieren wir den Knopf und ich hoffe, dann werden auch diese Statue wieder aktiviert. Ich glaube aber schon eher nicht dran. Also die Lavaflüsse hier. Dann werden wir hier wohl graben müssen. Und die Lava unterirdisch wieder öffnen. Hier so eine Ausdauerfrucht. Braucht man die noch? Wahrscheinlich für den Rückweg. Ich weiß nicht, was jetzt passieren wird. Da erinnere ich mich noch dran. Wir öffnen den Weg für die Lava. Können hoffentlich noch rechtzeitig fliehen. So. Und damit fließt das Lavakram wieder. Und wir können uns damit aufmachen zum Master Key. Also. Treib uns mal da hinten hin, bitte. Sehr schön. Hier ist schon zumindest schon mal die Boss-Tür. Mit einem Schild. Brücke der Entscheidung. Glaube an dich. Sei mutig und schreite voran. Mit meiner Brücke der Entscheidung. Zwei Statuen, die sich gegenseitig anblicken. Eine schläft, die andere ist wach. Sei mutig und springe zur Schlafenden. Oder springe der Schlafenden ins Maul. Kann der von hier aus aber schlecht ins Maul springen? Aber hier ist noch zu. Keine andere Möglichkeit, ne? Auf geht's! Na, das war doch gut.
wird uns wahrscheinlich zum Master Key führen. Schon wieder das Viech. Jetzt haben wir Bomben voll. Herzen voll. Nein, ich habe dich nicht gerufen. Ich habe dich verklickt. Hau ab. Einzige, was wir machen könnten, sind Rubine, aber die kriege ich, glaube ich, nicht gezeichnet. Doch, Rubine. Sehr schön. So, oh, Pfeile hätten wir gar nicht voll gehabt. Ich glaube, Pfeile kann man auch machen. Und jetzt zwei davon. Davon haben wir ja schon mal einen besiegt. Wir können ja eigentlich nichts dasselbe, was die normalen auch konnten, halten nur mehr aus. Und wir gucken halt kein Feuer, sondern die Finsternis klar.